Hallo, mein Name ist Christian Freisleben. Ich arbeite an der Fachhochschule St. Pölten im Bereich Hochschuldidaktik, Lehre und Forschung und ich bin mitverantwortlich für die Planung und Umsetzung des Tag der Lehre, für den jetzt schon eine kostenlose Anmeldung möglich ist und wo wir herzlich dazu einladen, sich anzumelden. Und unsere Keynote wird erfreulicherweise von der Frau Scholkmann gehalten und ich darf Sie bitten, dass Sie sich vorstellen, bitte. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, als Keynote-Speakerin dieses Jahr beim Tag der Lehre an der FH St. Pölten dabei zu sein. Mein Name ist Antonia Scholkmann. Viele kennen mich als erste stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Hochschuldidaktik. Ich bin aber auch oder hauptsächlich Associate Professor an der Universität Aalborg in Dänemark, eine der großen PBL-Universitäten, Problem-Based Learning-Universitäten. Ich selbst bin hier ansässig am Department for Culture and Learning im Bereich Learning and Innovative Change. Das heißt, wir beschäftigen uns mit Lernprozessen auf der individuellen und auf der organisationalen Ebene. Und mein spezieller Fokus ist eben das hochschulische Lehren und Lernen und auch das Lernen von Hochschulen, speziell über und mit Lehre. Also auch Hochschule als lernende Organisation sozusagen, oder? Genau. Okay. Was sind so wesentliche Botschaften, die Sie in Ihrer Keynote mitbringen werden? Meine Keynote dreht sich darum, ob wir eigentlich durch die Corona-Krise Neues lernen können für die Lehre. Und zwar als Individuen und als Organisation Hochschule. Denn, wie viele das erlebt haben, die Corona-Krise war genau das ein Krisenereignis. Und der Begriff Emergency Remote Teaching, der ja auch in aller Munde war, der trifft zu. Die Digitalisierung der Lehre, um die es hier ging, war nicht eine steuerte und geplante Digitalisierung, sondern ein Ad-hoc-Umstellen im Krisenmodus. Und in meiner Keynote spreche ich darüber, warum die Corona-Krise die digitale Lehre und die Lehre überhaupt nicht unbedingt besser machen muss, aber besser machen kann. Es geht um organisationales Lernen. Es geht um Resilienz, also Faktoren, die vor Überforderung schützen und dazu beitragen, aus einer Krise Positives herausdestillieren zu können. Und um Ansatzpunkte auf der individuellen und auf der organisationalen Ebene, wie man trotz Überforderungsgefühlen aus den Erlebnissen der Corona-Krise positive Entwicklung für die Lehre ableiten kann. Okay, wir sind ja jetzt auch, eigentlich war es ja so zeitlang so, dass das Gefühl entstanden ist, okay, das ist so ein einmaliger, ich sage jetzt mal, Anstieg und Abstieg und dann ist wieder alles gut und wir merken, dem ist nicht so. Und es geht sozusagen weiter. Und Sie haben vorher auch dieses Gefühl der Erschöpfung angesprochen und Resilienz. Also ich merke, dass auch meine persönliche Resilienz gerade sehr herausgefordert ist durch diese große Unsicherheit, die jetzt wiedergekommen ist und durch die schwere Planbarkeit von Sachen. Also wie geht es jetzt in Bezug darauf, dass ja die Krise jetzt nicht vorbei ist, sondern im Gegenteil eher das Gefühl entsteht, es kommt jetzt wieder schlimmer? Ja, also ich glaube, man muss ganz klar trennen zwischen dem, dass wir nach wie vor in einer krisenhaften Situation sind und dass da, wie gesagt, Resilienz und auch dieser Notfallmodus der dominierende Modus ist und das müssen wir auch ernst nehmen. Wir können, und ich glaube, das ist ein Fehler, den zumindest ich persönlich gemacht habe, als es losging mit dem Emergency Remote Teaching, zu denken, ich müsste jetzt die beste Online-Lehre der Welt abliefern. Ja. Und das war durchaus auch zum Beispiel in den virtuellen Sphären bei Twitter und Co. ein heiß diskutiertes Thema, dass man eigentlich im Krisenmodus auch einfach sagen muss, das ist jetzt Krise. Mhm. Und wir müssen erstmal gucken, da nicht unterzugehen. Ja. Aber langfristig, man kann auch, also ich glaube persönlich nicht, dass das darum geht, irgendwann zu einem Status quo ante zurückzukehren, also dass alles so wird wie vorher. Denn die Erfahrungen dieser Monate oder vielleicht sogar Jahre, die wir jetzt sammeln werden, die sind in der Welt und die werden uns verändern und die werden die Lehre verändern. Und es geht eigentlich darum, das konstruktiv anzugehen und damit konstruktiv zu arbeiten. Ja. Drei der wichtigsten Felder, wo Sie merken, dass Sie jetzt gerade Veränderung tut, wo glauben Sie, dass sich
die Richtung hingeht oder hingehen sollte. Ich glaube, eine Veränderung, die wir alle sehr stark erleben, ist die unglaubliche Rasanz der technologischen Umstellung, die natürlich durch die Notfallsituation entstanden, aber doch, dass plötzlich Lösungen auf technologischer Ebene möglich und zugänglich waren, wo man vorher jahrelang diskutiert hat, ob das überhaupt eine realistische Variante ist und so weiter. Ich glaube, dass viele Lehrende in dieser Krisensituation den Wert und die Bedeutung der Beziehung zwischen Lehrenden und Studierenden realisieren oder realisiert haben. Und dass auf eine Art eigentlich die Lernbeziehung, die wir miteinander haben, das Allerwichtigste ist und dass in der Krise genau das aufrechterhalten werden muss. Und ich glaube, aber das ist ein langfristiger Trend, ich glaube, dass sich abzeichnet, dass Hochschulen, die schon vor der Krise gute didaktische Konzepte, und zwar nicht nur für die einzelnen Lehrenden, sondern eine übergeordnete didaktische Vision hatten, dass die es leichter hatten, ihre Lehre in das virtuelle oder digitale Format zu überführen, weil es bestimmte ja, didaktische und organisationale Eckpfeiler gab, die dann einfach umgesetzt oder transformiert werden konnten. Ist es nicht auch so, dass diese Krise die Chance bietet, zu schauen, was schon in den letzten, sage ich mal, mindestens 10 bis 15 Jahren ja gut gelungen ist beim Einsatz von digitalen Tools und Kommunikationsmöglichkeiten? Weil da gibt es ja auch Erfahrungen, auf die wir schon aufbauen können. Also auch wenn jetzt sozusagen diese Transformation in Live-Online-Settings nochmal eine zusätzliche Herausforderung warnt ist, gibt es ja auch einiges, auf das man aufbauen kann. Ich denke jetzt an Einsatz Szenarien von Lernmanagementsystemen wie Moodle oder eben den Einsatz von E-Portfolios und so weiter. Also da gibt es ja auch Sachen, auf die man aufbauen kann, oder? Absolut. Und ich glaube, oder habe es auch selbst so erlebt, dass das eigentlich die große Stunde all derjenigen war, die da Aufbauarbeit geleistet haben. Und dass wir wirklich froh sein müssen, dass so viele enthusiastische Menschen in den letzten 10 oder 15 Jahren oft in individuellen Bottom-up-Projekten mit I und Hybrid experimentiert haben. Und genau das fällt für mich aber auch in dieses Feld der organisationalen Resilienz. Nämlich dort, wo Hochschulen schon zum Beispiel gute technologische Lösungen vorgehalten haben, da war einfach der Transfer oder dieser Notfallübergang besser möglich, weil es schon Systeme gab. Da, wo es schon Versuche gegeben hatte, vorher hybrid zu arbeiten, da konnte man darauf eben aufbauen. Gut, mit was für einem Gefühl werden die Menschen hoffentlich von ihrer Keynote weggehen? Was ist das Gefühl am Ende der Keynote? Ja, also ich bin eine große Freundin davon, dass Menschen in Organisationen und in diesem Fall Lehrende in der Fachhochschule St. Pölten ein Verständnis dafür haben, unter welchen Rahmenbedingungen sie eigentlich leben oder arbeiten. Und meine Keynote wird eine Keynote sein, die da Interpretationsmöglichkeiten anbietet oder wie sagt man, Brillen anbietet, die das eigene Erleben zu reflektieren, besser zu verstehen, wie die verschiedenen Elemente der Lehre, der digitalen Lehre, der Corona-Situation miteinander in Verbindung stehen können und daraus eigentlich für sich eine größere Handlungsfreiheit abzuleiten. Insofern ist das Gefühl hoffentlich positiv. In dem Sinne, dass es was damit zu tun hat, den eigenen Kontext und die eigene Situation besser zu verstehen. Also ich erlebe das auch als schönes und starkes Angebot alle Teilnehmenden des Tag der Lehre, die aus verschiedenen Institutionen kommen. Und ich freue mich schon wirklich sehr auf diese Keynote und bedanke mich jetzt mal für dieses Gespräch und freue mich dann auf den Tag der Lehre. Bis dann, alles Sehr Gute. gerne. Danke sehr.